Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bei mir gibt es heute einen Kuchenklassiker als Dessert. Ich habe ein Maulwurfkuchen-Dessert mit Erdbeeren gezaubert. Wenn ihr es nachmachen möchtet, los geht's! Für den Teig benötigen wir einen Esslöffel Öl, ein Ei Größe M, 40 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 60 Gramm Milch, 40 Gramm Mehl, T405, 2 Teelöffel Backpulver und 30 Gramm Kakao. Außerdem auch noch für die Füllung 300 ml kalte Milch, ein Päckchen Paradiescreme mit Schokostückchen und ein paar Erdbeeren. Als erstes den Zucker, das Salz und das Ei schaumig schlagen. Es dauert ein paar Minuten und dann wird diese Masse schön dick und hell. Als nächstes das Öl und die Milch hinzufügen, den Kakao, das Backpulver und das Mehl mischen und sieben und alles zu einem flüssigen Teig verarbeiten. Den Teig in die Backform füllen, meine ist 18 x 18 cm groß, ich habe sie mit Butter eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt und dann kommt sie in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 13 bis 15 Minuten. Die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab. Den Kuchen vollständig auskühlen lassen und dann mit einem Ausstecher 4 bis 6 Taler ausstechen, je nach Größe von den Gläsern. Restlichen Kuchen einfach zerkleinern und ihr könnt im Video ganz gut sehen, wie wunderbar fluffig dieser Kuchen ist. Dann ein paar Erdbeeren putzen und in dicke Scheiben schneiden oder halbieren, das ist Geschmackssache. Und die Milch mit dem Paradiescremepulver ungefähr 3 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. Und jetzt kann man das Dessert schon in die Gläser schichten oder man nimmt einfach eine Auflaufform oder eine Schale, das geht natürlich auch. Man fängt mit den Kuchenteilern an, dann die Erdbeeren einfach an den Rand der Gläser drücken, dann die Creme drauf verteilen und dann die Kuchenkrümel über diese Creme geben. Man kann es entweder sofort genießen oder erstmal kalt stellen. Danke fürs Einschalten und tschüss!